Was geht ab, meine Z-Fighter? Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und wir sind im Livestream richtig, es gibt einen Upload, denn wir machen heute das Tarpin-Event. Hier gibt es alle Informationen dazu, wir schauen uns das Tarpin-Event gleich mal am besten an. Und dann werde ich euch so gesehen sagen, auf was ihr achtet, wie ihr das Event auf jeden Fall angehen könnt. Nun gut, Zeta hat Super 2 Stage, auf Zeta droppen die Medaillen bis zu 4 Mal, auf Super 2 7 Mal. Wir schauen uns aber mal an, was Tapion kann. Einen Moment, Jungs. So. Und zwar. Tapion-Event. Auf Stage 1 droppt ein Tapion, physisch Tapion. SSR heißt Tapion an sich, nicht Tapion Hildegard. Nicht der Ergilt, sondern der Tech-Tapion hat eine farmbare SSR mit dem hier. Hildegard. Das Event ist... Denn wir kämpfen nur gegen Hildegard, aber Hildegard hat eine super high probability to dodge. Heißt, er hat eine super hohe Chance zu dodgen. Ich glaube, das ist bei 85%. Schlimmer als Janemba. Bei ihm droppen die Medaillen, die man benutzen kann, um die Tapion zu erwecken. Unter anderem 7 Stück auf Super 2, wie gesagt. Diese Charaktere hier machen mehr Schaden gegen Tapion selbst. Ihr könnt sie gerne mitnehmen. Wir werden das Ganze ein bisschen anders angehen, denn wir sehen, wir kämpfen in der ersten Runde gegen Strength-Charakter, dann zweimal gegen Agility. Deswegen wäre es gut, wenn wir einen Typenvorteil haben. Die Sache hierbei ist auch, dieser Tapion hat eine Energie. Das ist eine Leiste, müsst ihr euch quasi vorstellen, wie bei Beerus mit seinem Wut. Diese Leiste senkt sich, wenn ihr ihn angreift, wenn wir ihn treffen. Das Problem hierbei ist, er hat eine High Probability, alles zu dodgen. Aber es gibt eine Flöte, bzw. die Ocarina von Tapion, die könnt ihr euch beim Story-Event erfarmen. Das zeige ich euch mal am besten jetzt. Macht das auch. Das ist ein Support-Item. Wenn ihr das für das Dokkan-Event benutzt bei Tapion, dann verringert sich seine Energie. Sobald seine Energie auf 0 ist, könnt ihr ihn in der nächsten Runde für 2 Runden angreifen. Da trifft dann alles. Und zwar bekommt ihr diese Flöte hier aus der letzten Stage von der Story, vom Story-Event. Ich empfehle euch auf jeden Fall, diese Flöte zu farmen, die auf jeden Fall auch mitzunehmen. Das andere hierbei ist dann, wir nehmen ein Tech-Team. Warum ein Tech-Team? Weil wir den Typenvorteil haben. Hildegard macht immens viel Schaden. Ich habe leider kein Kategorie-Team, kein gutes auf JP, ich würde euch jedes andere Kategorie-Team empfehlen, aber mein Team wird dann hier aus so aussehen. Warum? Wir haben hier sehr viele Tanks drin. Blue Vegeta ist quasi Tank, Golden Freezer, Mercenus ist eine Passive Tanky, Tars hat eine High Chance to Stun, das werden wir mitnehmen. Grodex als Leader, mein Tech-Leader, ich habe keinen besseren quasi, beziehungsweise ist es dann Hybrid-Tech-Team. Und Ella Goku Black als Friends, der so oder so Tanky ist und immer healt, wenn er in die Rotationen kommt. So werden wir das Ganze angehen, wie gesagt. Die erste Runde wird am schwierigsten sein für uns, weil wir da keinen Typenvorteil haben und Hildegard wirklich sehr viel Schaden macht. Im Prinzip, wie gehen wir das Ganze hier an, Leute? Wir achten darauf, dass wir nutzen unsere Tankiness aus. Wir versuchen so wenig Schaden wie möglich zu bekommen, wir versuchen seine Energie zu senken, die Flöte zu spielen, dann für ein, zwei Runden immensen Schaden rauszuhauen mit den richtigen Charakteren. So werden wir das Ganze angehen im Prinzip. Alright? Dann würde ich sagen, let's go. Okay, hier müssen wir wie gesagt sehr, sehr aufpassen. Aber wir haben schon eine perfekte Rotation mit Goku Black und Fusion Zamasu. Leider stimmen halt die Keys nicht. Das ist so das Nächste. Ich würde gerne, obwohl mit Zamasu greife ich am Anfang an. Unser LR soll sich erstmal zu unser Friend... Oh, mit Zamasu können wir auch nicht angreifen. Das hat die Sache, wenn die Rotationen nicht stimmen. Oh Gott, müssen wir uns direkt dodgen, healen? Also healen natürlich nicht, aber okay. Leider stimmen die Keys nicht. Aber ihr seht schon, der Dude dodgt alles. Er selber greift an. Und das ist echt ein bisschen komisch, auch wenn wir nur gegen seinen Oberkörper aufkämpfen. Findet ihr nicht? Anyways. Gut, wir haben Freezer drin, S-Tanky und Vegeta quasi auch. Dann machen wir das Ganze mal. Ja, ist schwierig hier die Ultis zu bekommen. Ja, irgendwie stimmt das mit den Keys überhaupt nicht momentan. Wir müssen das irgendwie anders regeln. Dann muss ich die Keys aufbewahren für die nächsten Rotationen und hier einfach unsere Tankiness nutzen. Wir werden das so machen, leider. Leider müssen wir das so machen. Notlösung. Okay, oh, ihr müsst hier echt aufpassen, Leute. Ihr müsst hier echt aufpassen, denn er macht sehr viel Schaden, wenn wir nicht den Typenvorteil haben. Ihr seht, es ist 300.000. Obwohl wir Vegeta 70% auf die Verteidigung bekommt. Aber wir haben jetzt Tals drin. Dennoch machen wir das Ganze so. Wir machen das so. Tals hat eine High Chance to Stun. Das ist sehr gut.
Samasu ist quasi auch tanky. Dennoch gehe ich auf Nummer extra sicher und heal mich hier mal. Solange wir hier Typenvorteile haben. Und hoffe darauf, dass Tals ihn immer stunt. Stunnen und ziehen könnt ihr, Leute. Achtet auf sowas. Und natürlich ist es immer gut, wenn ihr auf die Passive Skills der Dokkan Events achtet. Hier ist es eben mit seiner Energie und der Flöte, das werden wir dann später sehen. Und die gewissen Charaktere, die vermehrt Schaden gegen ihn machen, ganz klar. Okay, nice. Ja, Black ist echt tanky, das ist sehr gut. Jetzt machen wir einen Stun, let's go, Tarts. Was hast du zu bieten? Oh ja, lol, das habe ich total vergessen, wir müssen erstmal treffen. Aber ihr seht schon, wir haben Gott sei Dank wirklich viele Tanks drin, zum Beispiel Freezer hier, der kehrt erst in der Rotation. Er muss daher nicht unbedingt ulten. Wir bereiten aber alles für die anderen Charaktere vor. Lassen Gotex mal trotzdem ulten, sonst geht die Runde wirklich zu lang. Drei Ulti, dritte Ulti ist perfekt. Und Messen soll auch von mir aus ulten. Das passt. Okay, nice. 914 auf Golden Freezer. Ja, das ist nice, das ist nice. Okay, Gotex. Ich glaube mal gut. Ah, ja. Seht ihr, wir müssen treffen. Das ist halt das immens. Okay, Mercedes trifft. Das ist halt das wirklich das Nervige an dem Event, dass es so viel öfter durch als Janemba. Und in der Runde hat er keine Energy, heißt er kann quasi immer dodgen. Das mit Energy kommt dann danach erst. Über zwei Runden. Okay. Goku Black haben wir drin. Je öfter Goku Black angegriffen wird, wissen wir, je stärker er wird. Das ist sehr gut. Das ist keine Ulti gewesen, glaube ich. Nee. Wir haben ihn erst zwei Balken rausgenommen. Wow. Aber unser Goku Black wird stärker und stärker. Er muss dann quasi, werde ich das auf den Finisher rauslegen. Er hat getroffen. Nice. Das Goku Black, wenn die Energie ihm nachher runtersetzen, dass Goku Black und Fusion Zamasu alles raushauen und ihn so quasi sehr viel Leben nehmen. Das sehen wir aber gleich. Oh, Zamasu trifft auch. Sehr gut. Okay, der hier hat wahrscheinlich nicht Super High Probability, sondern erst die drauf folgenden. Und ihr habt es gesehen, da kam sein Unterleib. Aber jetzt, okay. Oh, hier hat er auch keine Energy. Oh Gott, das kann sich auch ziehen. Das kann sich auch ziehen. Oh je, oh je. Okay, wir müssen am besten stunnen wir ihn einfach. Das spielt dann für uns einfach. Das kann sich auch ziehen. Die Energy kommt dann quasi in seiner allerletzten Form der letzten Runde. Okay, alles klar. Ja, ihr seht es, da kommen die Dodges. Ja, und hier Medaillenfarm ist GG, Leute. Viel Spaß, ne? Ja, seht ihr, wow. Der Dodge. Oh! Ich dodge, nicht du! Komisch, dass mein Gotenks Dodge hat. Ich dachte wahrscheinlich. Ah, ist es cool. Ja, ich dachte auf JP. Ich find's cool, wenn Gotenks Dodge. Deswegen habe ich ihm Dodge gegeben. Aber ich mag das nicht. Ich würde ihm niemals Dodge geben. Auf Globals zumindest. Beziehungsweise an sich auch. Ah, leider keine Ulti. Das ist schwach wegen den Keys. Das ist schade. Na, hier ist auch keine Ulti. Ulti, naja. Alright. Wir müssen treffen. Ein, zwei Mal müssen wir treffen mit dem Typenvorteil. Treffen. Oh Gott, niemand trifft. Es ist RIP. Wenn niemand trifft, wie sollen wir das Event schaffen? Was haben sich die Leute dabei gedacht? Wenn niemand trifft, wie soll man die Events schaffen? Ist das eine Ulti? Ich weiß nicht. Ja, Gott sei Dank. Aber ob er trifft, ist die andere Frage. Oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich trifft jetzt zum Beispiel Freezer. Ja, so klar. Keine Ulti, nichts. Er trifft. Gotex wird jetzt nicht treffen, oder? Oder? Ne, Gotex trifft. Nice. Und ihr seht schon. Einmal müssen wir Schaden machen, dann kommt das gut durch. Okay. Und? Ganz klar, das. Ah, wieder kein Ulti. Der Kampf zieht sich genau eben so, wegen sowas. Aber unser Dokkan-Meter steigt. Wenn ihr einen Dokkan-Attack macht, Dokkan-Mode macht, dann trifft ihr immer. Dann trifft ihr. Und das ist quasi auch das Geile. Aber das Event ist halt langatmig. Wir treffen? Okay, nice. Wir haben getroffen. Cool. Aber ich würde es besser finden, wenn unser Dokkan-Meter für die nächste Runde aktiv wäre. Und wir haben ihn getroffen. Ist er gestunt? Er ist gestunt. Sehr gut, sehr gut. So. Okay, guck mal, was hier abgeht, ob wir ihn treffen. Auch wenn er gesandt ist, dodgt er. Ihr seht es. Auch wenn er gesandt ist, dodgt er. Oh je. Messen trifft, nice.
Aber ich glaube, wenn die Gegner gestunt sind, dann ist die Chance höher, dass man ihn trifft. Ich weiß nicht, ob das Bauchgefühl ist von mir oder ob ich das irgendwo gelesen habe. Aber ihr seht schon, 2 Stück haben getroffen. Okay, nice. Oh Gott, immer fehlt ein Key auf Fusion Zamasu. Oh, ich hätte den Dokameter echt für die nächste Runde. Nicht jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Das würde ich dann ziehen, die nächste Runde. Ja, nicht getroffen, GG, RIP Solo Q. Aber ihr seht es, Typenvorteil klärt ja alles. Ohne Typenvorteil macht der Junge bis zu 40.000 Schaden mit einem Auto-Attack, Leute. Oh Gott, deswegen. Deswegen passt da auf, passt da echt auf. Typenvorteil ist wirklich GG immer. Jetzt frage ich, ob ich Messane ulten will. Ja, ich ulte einfach mal, weil Dokameter wird so oder so aktivieren. Wenn ich in diese Runde, in die nächste Runde, und dann ist er sowieso weg für die nächsten Runden. Komm, aktivieren einfach mal. S1 bei mir, aber ja. Schauen wir mal, was abgeht. Okay, jetzt muss ich auch treffen, ne? Alright, let's go. So. Ah, fast hätten wir ihn. Fast hätten wir ihn. Taus trifft. Ja, nice. Jetzt kommen wir zu der Runde, was ich meinte mit der Energy. Das werden wir gleich sehen, Leute. Das werde ich euch gleich erklären. Auf jeden Fall, wie das läuft am besten. So. Und zwar sehen wir hier. Seht ihr unter seinem Bild? Er hat eine Energy. Diese Energie hauen wir zu Null, wenn wir ihn treffen. Ja, GG. Wir müssen ihn halt erstmal treffen. Wir müssen ihn halt erstmal treffen. Die Sache ist aber die, wenn ihr diese Flöte aktiviert, dann senkt sich die Energie. Ich will diese Flöte noch nicht aktivieren, denn ich denke, wenn man sie aktiviert, dann senkt die Energie ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich würde ihn quasi deswegen ein bisschen zur Hälfte bringen erstmal und hoffen, dass ich ihn angreife, dass ich ihn treffe. Wir haben Typenvorteil, alles gut. Aber er dodgt quasi fast alles. Dann würde ich gerne die Flöte aktivieren. Wenn man die Flöte aktiviert und die Energie auf 0 ist, wenn die Energie auf 0 ist, dann seht ihr, er dodgt alles. Wenn die Energie auf 0 ist, dann kann man ihn für die nächste Runde, ab der nächsten Runde, für die nächsten 2 Runden angreifen. Dann trifft man ihn. Deswegen will ich mir das aufbewahren. Und dann will ich auch am besten das in die Rotation, wo wir die Flöte aktivieren, in der nächsten dann Goku Black Rosé kommen und unser Schlachtfeld gut aussieht mit Kies und so weiter und so fort. Aber ihr seht schon, selbst der Typenvorteil macht der jetzt wirklich sehr viel Schaden. Freezer ist ab. Okay, unsere Tanks sind ab. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Unsere Tanks sind ab. Das ist wichtig. Müssen aber halt auch treffen. Ja. Komm. Schwierig. Bis jetzt hat keiner getroffen. Oh Gott, oh Gott. Messane? Wow. Ich hoffe, Tal stunt ihn. Das ist auch noch nice. Gucken wir mal. Und dann würde ich sagen, wenn wir gestunt haben, könnte ich eigentlich die Flöten aktivieren. Die Flöte bekommt vom Story-Event, Leute. Let's stage. Ich muss das Ganze taktisch angehen, Leute. Deswegen machen wir das hier. Ich hoffe, ihr nehmt auf jeden Fall was mit. So. Really? Dokameter ist quasi null. Mit dem Dokan-Mode trifft man ihn, ich weiß. Aber unser wurde schon... Was? Was? Ah, okay, die Keys sind hier nicht gut. Mit diesem Key würde ich gerne nicht in die nächste Runde rein. Aber ihr seht schon, das kann sich wirklich ziehen. Wir haben ihn nicht einmal getroffen. Nicht einmal. Ist es RIP? Wie oft er uns angreift, Leute. Ohne Typenvorteil wären wir schon längst down. Wir hätten schon längst verloren. Wir haben ihn nicht einmal getroffen. Nicht ein einziges Mal.
Oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen ernst machen. Lassen wir noch die Runde. Schlachtfeld muss ich auf jeden Fall gut lassen für die. Okay, da sind gute grüne Key Orbs. Heißt, nächste Runde werde ich die Field aktivieren, zweimal, dann ist seine Energie auf 0. Und in den nächsten zwei Runden, da kommt Goku Black wieder rein. Und Fuse Zamasu, die müssen dann Schaden machen, auf jeden Fall. Wir haben getroffen! Ey, guck, einmal getroffen, zwei Balken weg. Energie ist ein bisschen runter, sehr gut. Komm schon, wenn einer trifft, dann müsst du nur einmal die Flöte aktivieren, glaub. Ah, okay. Und zwar läuft das Ganze jetzt so ab, Leute. Ihr müsst jetzt die Flöte aktivieren. Aktivieren Sie mal, dann geht die Energie runter. Ah, seht ihr? Ein Angriff und dann werden die runter. Ich weiß, ob ich. Lassen wir es mal, okay? Lassen wir es mal. Ich weiß, ob einer von den zwei da treffen wird. Beziehungsweise das Schlachtfeld sieht auch nicht so gut aus wieder, okay. Oh Gott, ich habe mich nicht geheilt, aber wir haben Tanks drin, okay. Ja, nice. Einer muss so treffen. Komm schon. Bringt die Energie auf null. Vegeta? Halt. Was? Oh Gott. Oh Gott. Wisst ihr was? Ich bereite das Schlachtfeld jetzt schon vor für die übernächste Runde. Sonst zieht er sich ewig her. Sonst zieht er sich ewig hin. Die drei müssen wir nehmen. Ihr seht, was es für ein Troll-Event ist. Ihr seht, was es für ein Troll-Event ist. Nice, getroffen. Jetzt Energie 0 und jetzt machen wir nicht diese Runde Schaden, sondern ab der nächsten Runde. Sobald die Energie 0 ist, ab der nächsten Runde für zwei weitere Runden. Das werden wir gleich sehen. Das ist sehr gut, das ist perfekt. Jetzt, sobald ihr das erreicht habt, ihr könnt auch zweimal die Flöte aktivieren, dann direkt mit guten Charakteren kommen, die immens Schaden machen, dann ist er down. Ihr seht, er schreit, ah, Hilfe, GG, ah, ich bin verletzbar. Und jetzt, boom, jetzt schlagen wir zu. Okay, wir haben jetzt die Tanks, also das ist ein bisschen, das ist nicht so gut, aber wir machen jetzt Schaden, wir treffen ihn, sagen wir es mal so, wir treffen ihn. Aber wir müssen, oh nein, das sind gute viele Key Orbs für die andere Rotation eigentlich. Egal, wir haben eine grüne Orbs für Zamasu, das passt, für Goku Black. Sehr gut. Und jetzt treffen wir ihn. Für zwei Runden lang, wie gesagt. Und in diesen zwei Runden müsste er Schaden machen, auf jeden Fall. Sonst dauert das ewig. Düt, 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 let's go. No. Na, 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 na. Jetzt müsste das Ella Goku Black und Fusion Zamasu müssen das jetzt klären in der nächsten Runde, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Kriegt er so mehr? So hat er 16-4. Ne, okay, passt. Also es sind viele, den nimmt er. Er nimmt die hier. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben leider nicht Ultra Super Attack. Schade. Aber let's go. Und wir hatten halt echt Pech, dass unser Dokkamot nicht gegen diesen Gegner gefallen ist. Eine Million weg mit dir. Und Fusion Zamasu. Let's go. Hau einen Crit raus, mach irgendwas. Beende es. Es reicht. Troll, das Troll-Event reicht. Und damit Medaillen zu farmen, Leute, ist halt echt Trip. Jawohl, Gott sei Dank. Und da sind die Medaillen, Leute. Ist echt ein Troll-Event. Aber wenn ihr eben darauf achtet, sogar auf die 1 geklickt. Wenn ihr eben darauf achtet, Leute, auf jeden Fall Typenvorteil wäre sehr, sehr wichtig. Farmt euch die Flöte, Ocarina, was auch immer das ist. Also im Spiel heißt Flöte, aber mir scheint es wie eine Ocarina, sei es drum. Vom Story-Event aktiviert sie, senkt deine Energie. Sobald ihr das gemacht habt, macht ihr ab der nächsten Runde für zwei Runden Schaden. So viel dazu, wie Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gibt es den ganzen einen Like. Und wir sehen uns im Prinzip im nächsten Video. Peace, haut rein, Leute.